großes Talent. Begrüßt Tobias Ransch. Oh, Nightwash. Hi. Ich habe kurze Frage. Wo war das Ehepaar, was da vorhin aufgezeichnet? Hier vorne. Kurze Frage. Wie sieht das dreiertechnisch aus? Kann ich da irgendwie mit einsteigen? Moment nicht. Moment nicht. Okay. Okay. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Auch kurz, ich frage nur, weil ich bin ein bisschen verzweifelt. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Single. Und ja, ich schleppe so gut wie nichts ab. Ich bin auch nicht so ein Single, so... Ich knall jede. Ich bin eher so. Ich bin Single. Wirklich, ich habe so das Gefühl, dass jeder Mensch auf dieser Welt Sex hat, außer mir. Angela Merkel. Guido Westerwelle. Rainer Kallmund. Alle drei zusammen. Also wirklich, ich habe so das Gefühl, dass selbst die Tiere mich so langsam verarschen. Ich bin letztens an so einer Wiese vorbeigegangen, da waren so 2 Hasen zugange. Wirklich, selbst in meiner letzten Beziehung musste ich schon mal betteln. Können wir bitte Sex haben? Kannst auch weiter schlafen. Ja, meine Freundin hat dann irgendwann auf eine ganz miese Art Schluss gemacht, per ICQ. Ja, die jungen Leute werden das noch kennen. Für die Älteren ist so ungefähr so wie bei euch das Morsen. Und ich war so ein bisschen im Internet unterwegs. Okay, ich bin ehrlich, ich war so ein bisschen im Internet unterwegs. Und dann ploppte das Fenster von meiner Freundin auf. Hast du kurz Zeit? Wir müssen reden. Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Okay. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich habe sie aber auch gefragt, was die schlechte Nachricht ist. Der braucht ein bisschen. Und von dem Tag an war ich dann auch alleine. Da war dann auch keiner mehr, der mir morgens die Brötchen schmiert, der meine Socken sortiert, der mal auf dem Klo spült, wenn du gerade keine Lust hattest. Und dann haben meine Freundin mir gesagt, so, hey, mach doch Blind Dates. Okay, habe ich Blind Dates gemacht. Mein Problem ist nur, ich bin nervös, richtig nervös. Wenn ich nervös bin, dann esse ich viel. Und irgendwann muss das ja auch mal wieder raus. Und kennt ihr das, wenn ihr so lange kacken seid, dass eure Beine schon einschlafen? Wenn du so nach so einer Dreiviertelstunde wiederkommst, will dein Date natürlich auch wissen, was du so lange gemacht hast. Ja, ich habe einen Gruß an die Stadtwerke geschickt. Der Unterwelt den dunklen Fürsten gezeigt. Es ist auch schon so mal vorgekommen, dass ein Kellner zu mir auf Toilette kam und gefragt hat, ob er die hässliche Dame wegschicken sollte. Er könnte verstehen, dass ich mich seit einer halben Stunde auf dem Klo verstecke. Ich habe gesagt, ich brauche noch ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich betrink mich und gehe in Clubs. Reste ficken. Und dann habe ich so eine gesehen und dachte mir so, oh ja. Yeah. Und ich habe immer noch ihren Hüftschwung im Kopf. Und dann bin ich auf sie zugegangen und hab mir gedacht, Tobias, du bist geil, du bist sexy und verzweifelt. Und dann stand ich vor ihr. Hi! Willst du was mit mir trinken, so? Du und ich? Mich und dich? Scheiße. Und sie guckt mich an. Und geht. Und ich dachte mir, was für ein harter Korb. Und meine Freundin schon hinter mir. Boah, Bruder. Was für ein Korb, Bruder. Was für ein Korb. Der eine macht einen Korb, der andere dribbelt da rein, macht ein Dunking. Boah, Bruder, was für ein Korb. Naja, Brüder. Und wenn es auf ankommt, verkaufen sie dich für einen Snickers. Danke, Nightwash, das war's von mir. Tschüss! Aus Paderborn, Tobias Ransch!
Nightwatch.